Schandfleck hat einen neuen Besitzer. Die Schwimmhalle an der BTU Cottbus wurde von der Firma Bautec gekauft, das berichtet heute die Lausitzer Rundschau. Schon 13 Jahre steht das Gebäude leer. Durch eine erhöhte Einsturzgefahr wurde das Schwimmbad dann geschlossen. 2012 sorgte ein Feuer für einen weiteren Wertverlust. Bautec stellt sich eine Eislaufarena für die Cottbusser vor. Plan B wäre eine Nutzung für Sport- und Freizeitaktivitäten. Eine Art Gaststätte oder Bar wäre nicht genehmigungsfähig. Auch ein Abriss ist bis jetzt nicht geplant. Das anstehende Projekt soll die Lebensqualität in Cottbus erhöhen. Erde nähert sich der Sonne. Um 15 Uhr erreichte heute die Erde den sonnennächsten Punkt. Dass das im Winter passiert, ist nicht fraglich, denn südlich des Äquators herrscht derzeit Hochsommer. Aufgrund der geneigten Erdachse bekommt die Nordhalbkugel also weniger Strahlung. Anfang Juli, wenn die Erde sich in Sonnenferne befindet, ist dies genau umgekehrt. Einblicke für Schüler. Die BTU Cottbus Senftenberg öffnet nächste Woche Donnerstag ihre Türen. Abiturienten aus Sachsen, Studieninteressierte aus Brandenburg sowie Lehrer und Eltern sind zum Studieninformationstag herzlich eingeladen. Los geht es am Campus Senftenberg um 10 Uhr.